habe die Ehre und herzlich willkommen zurück zu Transport Fever. Ich bin tatsächlich gerade so ein bisschen im Schönbaumodus seit ein paar Tagen schon oder eigentlich schon seit über einer Woche. Das hier hatte ich ja eh schon mal gezeigt. Machen wir mal die GUI wieder an. Und ich habe das ganze Ding hier halt noch ein bisschen überarbeitet so. Habe da noch mal ein paar Stunden investiert, alles ein bisschen aufgehübscht, das Terrain angeglichen, hier diese Dinger hier verlegt, hier auch zwischen den Gleisen das alles mit dem Texturpinsel bearbeitet, Bäumchen gepflanzt etc. pp. Und mit Schönbau geht es auch direkt weiter. Ich hatte mir da schon eine Baustelle ausgekundschaftet. Die Anlage auch eigentlich anhalten so lang. Und zwar hier drüben bei Wilkau-Haslau. Genau hier möchte ich auch so ein kleines Depot, sagen wir mal, mit. Also einfach nur so ein kleinen Lokschuppen eben für kleinere Reparaturarbeiten, eine kleine Dieseltankstelle dabei. Und zwei, drei Abstellgleise. Ich habe mir überlegt, das kann man hier, glaube ich, ganz gut rausfädeln, rausführen. Ich denke nur nicht, dass. Also es ist leicht abschüssig hier, deswegen kann ich das nicht direkt hier an den Schienenstrang dran kleben, bedauerlicherweise. Wird aber trotzdem, glaube ich, ganz gut funktionieren hier. Okay, dann schauen wir mal. Alles, was ich erstmal brauche, ist ein Schienenstrang, den ich hier rausziehe. Kriegen wir das hier hin. Muss auch eigentlich gar nicht so weit hier vorne sein. Hier, das passt auch vollkommen. Die Brücke, by the way, muss ich natürlich nochmal irgendwann abreißen und neu bauen. Das sieht ja einfach nur mega kacke aus. Die hier hinten, die ist ganz okay, so in der Richtung. Gut. Dann, wie gehe ich vor? Erstmal schauen wir, dass wir hier unter der Brücke durchkommen. Und fächern das hier schon mal so ein bisschen auf, sofern es möglich ist. Haben wir hier vielleicht noch einen? Okay, dann haben wir hier schon mal drei. Das reicht für den Anfang. Und ihr seht schon, das ist hier abschüssig. Das heißt, wir brauchen es aber eben, wenn wir das nett aussehen lassen wollen. Schauen wir mal so und dann schön gerade hier vorziehen. Okay, das ist natürlich jetzt nicht so optimal, dass es hier so hoch wird. Aber naja, das ist schon akzeptabel, das ist schon okay. Und hier oben kleben wir dann halt das große Depot drauf. Natürlich kein Vanilla-Ding, sondern da nehmen wir eine Mod her. Okay, und ich ziehe jetzt hier einfach mal schnell 7, 8 Gleise raus. Ich glaube, 7 braucht man auf jeden Fall, damit man das da ordentlich hinsnappen kann. So, dala, fertig. Ich habe doch ein paar mehr Gleise rausgezogen. Ich meine, wegreißen kann man die immer noch. Und außerdem hat das ja auch den praktischen Nebeneffekt, dass hier einfach eine schöne große ebene Fläche entsteht. Die werde ich jetzt auch gerade noch mal ein bisschen größer machen. Einfach nur, um das Terrain hier einzuebnen. Nochmal einen weiteren Strang hier rausziehen und vielleicht nochmal einen. So, dann passt das schon. Gut, dann setzen wir mal unser Depot, unsere Lokschuppen. Natürlich auch eine Mod. Wie gesagt, runtergeladen im Steam-Shop, im Workshop, ist schon jede Menge erhältlich für die Schönbauer unter uns. So, ein bisschen fummelig ist das natürlich, aber es funktioniert schon ganz gut. Jetzt muss ich mir nur überlegen, wie ich das gerne hätte. Also eher mittig, also es snappt quasi dort, wo sich der Mauszeiger gerade befindet. An dieses Gleis snappt das Ding ins dran. Okay. So gefällt es mir, glaube ich, ganz gut. Dann haben wir vorne, also hier die beiden Schienenstränge können wir einfach noch als Abstellgleise verwenden und packen da ein paar Waggons drauf, ein paar Garnituren. Und dann gehe ich aber ganz hier hinter, wenn es mir denn gelingt. So dürfte es einigermaßen bündig sein. Schauen wir mal. Oh, muss ich vielleicht noch ein bisschen nacharbeiten. Das schwebt jetzt hier natürlich noch so ein bisschen in der Luft, aber das kriegen wir schon hin. Jetzt könnte ich natürlich auch zwei von den Dingern verwenden. Allerdings ist das ganze Ding dafür nicht lang genug, das ganze Gelände. Aber man kann das, glaube ich, auch sehr hübsch machen. Also wenn die halt perfekt aneinander gebaut sind, dann hat man halt so ein richtig schönes, langes Depot. Aber
Für dieses kleine Gelände reicht das allemal. So, okay. Dann reißen wir mal ab, was wir nicht mehr brauchen. Auf jeden Fall mal die äußeren Stränge hier, die ja überhaupt gar keine Funktion haben. So. Die beiden bleiben und der hier kommt natürlich weg. So, der muss weg. Der muss weg. Der muss weg. Und ihr seht schon, jetzt ist das hier auch perfekt, wie sagt man, arretiert möglicherweise. Fügt sich also gut ein. Jetzt können wir uns die hier noch vorziehen. Und damit wir da direkt auch ein paar Lokomotiven oder Waggons hier vorne abstellen können, setzen wir hier dann auch direkt die Prellböcke als Depot. Dann wird mir der Platz nicht ganz reichen. Nee. Circa bis hier, das könnte funktionieren. Okay, ja, das passt. Dies ist schon gut so. Das machen wir jetzt mit den restlichen Gleisen auch noch schnell. So müsste das ja passen. Okay. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Okay, Grundgerüst steht. Was ich auch immer noch ganz gern mache. Jetzt reißen wir die gerade nochmal weg hier. Das kommt weg, das kommt weg, der kommt auch noch weg. Okay, das passt jetzt nicht ganz, aber ich muss es ja auch nicht bei allen vier Gleisen machen. Erstmal hier das letzte Stück gerade noch mal weg. Ziehen uns das hier wieder rein und dann kann man halt am Ende auch einfach noch mal so ein Depot setzen. Und kann dann ganz vorm schön hier die Lokomotiven aus dem Depot rausfahren lassen. Möchte ich demnächst auch noch mal irgendwie ein paar Videos mit drehen und quasi so ein paar Rangierfahrten simulieren. Mal schauen, ob ich das hinbekomme. Gut, aber das passt erstmal so fürs Erste. Dann packen wir mal das Geländetool aus und passen das hier alles noch so ein bisschen an. Mit diesem Tool, wenn ihr Schönbauerei betreibt und ihr habt das noch nicht verwendet, glaubt mir, ihr könnt damit Stunden verbringen. Und ich übertreibe nicht. Das wird noch ein bisschen fummelig hier, da muss ich vielleicht auch nochmal mit Gleisen arbeiten, wobei so schlimm ist es gar nicht. Ich muss es einfach noch ein bisschen anheben hier, das Terrain. Und wenn ich sage, mit Gleisen arbeiten, einfach vielleicht doch nicht so einfach. Gerade mal hier reinschauen. Man kann sich das halt einfach noch ein bisschen rausziehen und somit das Gelände hier entsprechend anheben. Das macht man dann hier einfach überall. Und dann passt das auch. Und ich würde sagen, das mache ich jetzt auch mal schnell. So, fertig. Dann gleichen wir das hier auch noch ein bisschen an. Einfach damit das hier ein bisschen natürlicher aussieht, damit sich das ein bisschen hübscher einfügt. Einfach hier behutsam mit dem Tool rumgehen. Perfekt ist es nicht, das Tool ist es. Ist euch ja vermutlich auch schon aufgefallen, wenn man hier nicht aufpasst. Ihr seht schon, dann kriegt man hier einfach so ein fettes Loch unter der Schiene. Und das muss man dann natürlich wieder korrigieren, wenn man es dann schön haben will. Das ist manchmal ein bisschen ärgerlich. Aber natürlich kein Grund, sich zu beschweren. Jammern auf hohem Niveau. Ansonsten funktioniert das Teil schon sehr, sehr gut. Auch gerade wenn man sich die Straßen anschaut, da passiert halt nichts. Da können wir einfach mit einem recht großen Pinsel hier drüber gehen. Die Straße wird dadurch nicht irgendwie beeinträchtigt. Und man kann das hier alles richtig schön einfügen. Das aber nur am Rande. Wir bleiben mal bei unserem Lokschuppen hier. Okay. Das passt soweit mit dem... Ja, hier kann man noch mal ein bisschen drüber gehen. Dann, was ich auch immer noch ganz gern verwende, das ist auch eine Mod.
Wenn ich sie denn finde. Wo ist der? Ich glaube, hier ist einsortiert, oder? Genau, hier haben wir dieses Brush Ground Tool. Damit können wir Texturen aufbringen. Und einfach um diese Gleisanlagen, Abstellgleisbereiche ein bisschen schöner einzufügen, pinsel ich da ganz gerne noch mit dieser Gravel Textur drunter. Ist allerdings auch mit Vorsicht zu genießen. Ich mache das hier gerade mal irgendwo am Rande, wo es nicht stört. Wenn man zu oft auf dieselbe Stelle pinselt, habe ich die Erfahrung gemacht. Zack, ist es wieder weg. Und das bleibt auch so. Da kann man jetzt auch nicht mehr drüber pinseln. Auch wenn man es neu... mit dem geht's, okay. Wenn ich mit dem jetzt zu oft hier drauf pinsel, geht's auch wieder weg. Also das ist irgendwie nicht ganz so optimal. Also im Idealfall einfach vorher speichern, bevor ihr hier an prominenten Stellen irgendwie groß rumpinselt. Damit euch da einfach nichts abkackt. So. Ein kleines Detail, aber es fügt sich halt gleich direkt besser ein. Deutlich besser oder brauchbarer oder offensichtlicher ist es mit diesem Tool, wenn man das hier so in den... Ja, hier direkt beim Bahnhof zum Beispiel. Ich finde, das kommt ziemlich gut, wenn man hier mit dem Gravel-Tool reinpinselt. Das sieht doch einfach schon deutlich realistischer aus. So. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, der Baum muss da noch weg. Der ragt auch in die Strecke rein. Aber, wie gesagt, mit Vorsicht zu genießen, aber ansonsten also für die Teilarbeit echt ein sehr, sehr cooles Ding. Hat hier auch noch dieses, die Asphalttextur, pinsel ich gerade mal hier hin, aber die gefällt mir nicht ganz so gut. Die hat irgendwie so einen komischen Blau-Stich. Wenn es so wäre wie auf die Farbe der Straße hier hätte, dann würde mir das schon besser gefallen. Aber so benutze ich das nicht wirklich. Ist mir irgendwie zu, ich weiß auch nicht, zu bläulich. Sieht nicht wirklich gut aus. Gravel-Textur dagegen ist allerdings ziemlich cool geworden. Alright, dann werden wir das hier noch ein bisschen ausbessern. Und was mir auch immer noch ganz gut gefällt, wenn man hier einfach noch so eine kleine Straße, ich nehme da immer nur die kleine Landstraße, hier noch so hinführt, damit hier auch Sachen angeliefert werden können und damit natürlich auch die Mitarbeiter zu ihrem Arbeitsplatz kommen. Ich weiß auch nicht, ob ich schon mal erwähnt habe, aber ich, also was ich sehr begrüßen würde, neben den Straßen vielleicht noch irgendwie einen Parkplatz, den man manuell setzen kann. Also das fände ich richtig, richtig cool. So, wie macht es denn Sinn? So vielleicht. Und hier wäre natürlich jetzt ein kleiner Parkplatz echt super cool. Aber wer weiß, vielleicht ist da ja noch mehr in Planung. Vielleicht kann man, ob ich das noch ein bisschen ebnen kann. Ja gut, so habe ich es natürlich auch schon mal gemacht, einen Parkplatz zu basteln. Okay, hier vorne geht es nicht, aber ich versuche das gerade nochmal, wie ich schon mal gemacht habe. Ist auch nicht ideal, aber es sieht dann schon ganz nett aus. Wenn es mir denn gelingt. So. Genau so und das Ganze in die Ebene bringen. Ist natürlich auch jetzt viel zu wenig Platz hier. Wird nicht ganz so funktionieren, wie ich mir das vorgestellt habe. Ne, hier ist aber nicht genug Platz. Die Straße will ich jetzt ja auch nicht wegreißen. Egal, lassen wir es einfach mal so. Fürs Erste passt das schon. Hier noch ein bisschen nacharbeiten. So. Und dann schauen wir nochmal in die Bastelkiste. Gibt ja noch deutlich mehr Zeug hier. Die finde ich auch echt sehr, sehr hübsch. Diese Bahnübergangshäuschen, auch verschieden aus verschiedenen Epochen. Und irgendwo waren doch diese... Ich glaube, hier sind sie irgendwo. Genau, diese Fernsprecherhäuschen. Auch ein winziges Detail nur, aber ich finde, das macht halt echt was her, wenn man die Dinge auch noch irgendwo platziert. Ich würde mal sagen, hier bauen wir mal einen hin. Auch sehr, sehr cool. Die machen natürlich mehr Sinn, also direkt auf den Gleisen. Vielleicht ganz hier vorne, wo quasi das Nadelöhr zusammengeht, dass man hier nochmal eine Möglichkeit hat für die Lokomotivführer.
mit dem Stellwerk zu kommunizieren. Also in die Mitte. Ja, doch, hier geht's, oder? Okay. Ich sehe gerade, wenn man es ganz perfekt haben will, macht man den Pinsel ganz klein hier. Ach so, nee, das kann ich gar nicht mehr erheben hier, das Terrain. Ich hatte gehofft, ich kann das hier noch wirklich alles perfekt auf eine Ebene bringen. Aber okay, besser geht's wohl nicht. Bisschen leer sieht das hier vorne noch aus. Also irgendwie so ein kleines Gebäude hier hätte ich schon noch ganz gern. Stellwerk macht natürlich hier keinen Sinn, aber schauen wir doch gerade nochmal in die Kruschkiste. Ach, eine Dieseltankstelle wollte ich auch noch bauen. Okay, da muss ich die Straße halt nochmal umsetzen. Hier drüben ist es nix. Ah, oder ich lasse hier... Ich muss ja nicht alle Gleise hier anschließen. Ich könnte hier schon nochmal eins rausschmeißen. Gefällt mir vielleicht sogar ganz gut, wenn die hier nicht komplett voll sind. Dass hier auch einfach zwischendrin noch ein bisschen Platz zum Rumlaufen ist. Nehmen wir mal... Das nehmen wir auch noch weg. Oh, okay, das passt. Dann pinseln wir uns das auch gerade noch an. So, da kommt natürlich die Stärke von diesem Tool schon zum Tragen, weil das sieht natürlich erheblich besser aus, als wenn da hier einfach der grüne Untergrund dazwischen ist. Ist ja total unrealistisch. Deutlich besser aus. So. Ja, nur nicht zu oft klicken. Genau das wäre natürlich jetzt sehr ärgerlich, wenn hier die Textur wieder kaputt geht und zur grünen zurückspringt und sich dann nicht mehr ändern lässt. So, und wer es ganz hübsch haben will, macht das natürlich hier drinnen auch noch. Schön, sieht man zwar im Normalfall nicht, aber vielleicht habt ihr ja Bock, irgendwie ein paar kleine Filmchen zu machen, so wie ich das derzeit immer mache. Dafür ist es natürlich schon sehr hilfreich. Gehen wir hier vielleicht gerade nach außen rum. Ja, noch kein Gebäude gesehen. Insbesondere nicht so ein großes, das einfach auf die Wiese gezimmert wird. Und da legt man ja schon erstmal ein Fundament drunter, würde ich behaupten. So. Nicht ganz perfekt. Aber schon okay. Schon okay. So, das sieht doch gleich deutlich besser aus, würde ich mal behaupten. So, dann hier noch irgendwie ein kleines Gebäude. Ein Bahnübergangshäuschen. Ja, kann man schon machen. Ich meine, das ist ja auch letztlich nur so eine Wellblechhütte. Könnte auch einfach irgendwie ein kleiner Geräteschuppen sein oder sowas. Halt nicht ganz eben hier vorne, aber ich glaube, so kann man den hier schon hinpflanzen. Ja, naja, bisschen eng vielleicht hier. Glaube ich, schwierig hier mit der Lok vorbeizukommen. Also mal so. Ja, das ist besser. Okay. Dann, zu guter Letzt, würde ich sagen... Nee, wir packen. Bin mir nicht sicher. Das ist halt auch immer einfach. Da kann man sich dann austoben, sich überlegen, welche Züge man wo parkt, welche Abstellgleise man für was verwendet. Aber ich nehme jetzt das hier gerade mal her. Und da packen wir einfach eine kleine nette Zuggarnitur drauf, damit das schon mal ein bisschen was aussieht. Und dann nach und nach kann ich das Ganze dann immer noch mit Inhalt füllen. So. Kaufen uns gerade mal wieder so eine Fake-Lok. Und packen da noch ein paar Wägen hin. Güterverkehr haben wir hier in der Ecke sowieso nicht. Also brauchen wir einfach ein paar Personenwägen. Dann nehmen wir den Fake-Einheitswagen. Nehmen wir mal 1, 2, 3, 4, 5, 6 von denen. Und 1, 2, 3, 4, 5 von denen. So, packen den einfach mal auf irgendeine Linie, die hier gerade unterwegs ist. Und holen den aus dem Depot raus. Bringen ihn in die gewünschte Position. Und da darf er dann parken.
Bis in alle Ewigkeit. Tja. Der hat's eilig. So, passt. Dann erstmal den Wenden schicken ins Depot zurück. Und schauen, dass er uns den Prellbock hier nicht zusammenschiebt. Das ist nämlich ein teurer Spaß, habe ich gehört. Okay, perfekt, würde ich sagen. Gut. Dann soll es das auch gewesen sein für die Folge. Nee, Moment, stimmt nicht. Ein paar Bäumchen pflanze ich natürlich noch. Das Baumtool ist auch wieder so eine Sache, da kann man Stunden und Stunden und Stunden mit verbringen. Ich weiß auch nicht, wie hart sich das auf die Performance letztlich auswirkt. Ich habe da einfach schon eine andere Karte mal eröffnet, um damit ein bisschen rumzuspielen und habe da echt schon sehr viele Bäume gepflanzt. Bislang habe ich da aber performancemäßig noch überhaupt gar keine Einbußen. Also, wenn es allerdings ein Problem sein sollte, also ich meine, man muss ja auch nicht die ganze Karte zupflastern, sondern halt eben einfach so Eyecatcher wie eben hier dieses Depot jetzt, wenn man da ein bisschen was so kulissenmäßig einfach außen rum baut, dann macht das schon auch was her. Man muss ja hier keine riesigen Wälder pflanzen. Kann man aber durchaus machen, wenn man die Performance hat. So. Jetzt ist auch nicht übertreiben, sondern wird das irgendwann in einer ruhigen Stunde nochmal alles ein bisschen nachhübschen. Ein bisschen nacharbeiten. Aber hier vielleicht noch ein paar. Zack, zack, so. Ist ja auch ein natürlicher Erosionsschutz, von daher passt das schon. Okay. Dann möchte ich mich damit auch aus der Folge verabschieden. Hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen und ich denke, die nächsten Folgen wird es weitergehen mit diversen Schönbauprojekten. So ein richtig schönes Güterterminal fehlt mir auch noch und naja, es gibt noch viel zu tun, ich habe noch Ideen. Alles klar, lasst es euch gut gehen, Leute, und bis zum nächsten Mal, wenn ihr Bock habt. Habe die Ehre.